Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Assassin's Creed. Ja, wir sind jetzt hier wieder in der realen Welt und wir haben Besuch bekommen. Und ich soll sie jetzt erledigen. Das Problem ist, ich darf nicht gesehen werden. Wenn ich gesehen werde, diese Klinge noch. Wenn ich gesehen werde, bin ich so gut wie tot. Haben wir ja im letzten Part gesehen. Schlecht. Naja, so schlecht läuft es jetzt nicht. Nur wenn sie mich sehen, läuft es schlecht. Weil dann schießen sie mit dem Bogen auf mich und dann bin ich tot. Und ich habe leider vorhin einfach so eine falsche Reihenfolge gemacht. Ich hätte das direkt so machen müssen. Ich bin einmal rum und ja. War halt nicht so ge... Hallo, töte ihn doch. Oh. Ich dachte, muss es tun. Sie oder ich. Ja, genau. Und ich habe gerade echt einen Schock gekriegt, weil es nichts angezeigt hat. Alle? So, tschüss. Nein, nicht! Bitte! Nicht! Die? Nicht die. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Fickt euch, Abstergo! Ich zieh das jetzt durch! Haben sie ihre Schwester gekillt? Wenn ihr das hier hört, seid ihr von Abstergo und ich bin tot. Tut mir einen Gefallen. Sorgt dafür, dass Sophia Ricken das hört. Ich wollte immer am Animus-Projekt arbeiten. Ich wartete 12 Jahre. Das Warten brachte nichts. Also baute ich einen Animus, der mir Zugang zu allen Erinnerungen gibt, nicht nur den meiner Vorfahren. Ich habe sogar die Geburtsstunde der Assassinen miterlebt. Artefakte, Gräber, die eigentlich nur als Legenden galten, ich habe sie gefunden. Weil ihr mich getötet habt, verliert ihr dieses Wissen. Ich verstehe, warum ihr mich töten wolltet. Aber musstet ihr meine beste Freundin töten? Warum hat sie... Oh, Habibti. Ich hätte auf dich hören sollen. Ihre beste Freundin? Ich dachte, es ist ihre Schwester. Hat jetzt was verpasst? Ich dachte, es ist ihre kleine Schwester. Oh, dann habe ich was verwechselt jetzt, oder was? Hä, ich dachte, es ist immer ihre Schwester. Also haben sie ihre beste Freundin. Ist kackegal, aber trotzdem. Sie haben sie gekillt. Keine Schmerztabletten mehr. Was heißt das jetzt? Wir ziehen es durch. Ist es denn bald vorbei? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Zurück. Möchtest du den Animus? Ja, möchten wir. Hä? Aber ich dachte, es ist ihre... Ich habe jetzt echt gedacht, es ist ihre Schwester. Nee. Oder sie haben sich wie Schwestern verhalten. Ach, keine Ahnung. Ich bin jetzt verwirrt. Es ist halt eine Weile her, wo wir die beiden miteinander sprechen gehört haben. Und ich habe da, glaube ich, irgendwas verwechselt. Ich dachte, es ist ihre Schwester. Oder ist jetzt irgendein Übersetzungsfehler? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade verwirrt. Keine Ahnung. Aber egal was es ist scheiße, sie wurde jetzt gekillt. Fuck, ey. Die haben sie jetzt echt gekillt. Oh, das ist ja traurig. In jedem Part passiert irgendwas Schlimmes. In jedem Part wird irgendjemand getötet. Das ist doch voll kacke. Und sehr traurig. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann, das Einzige, was ich tun kann, ist mich rächen und so, aber das war's. Und das bringt die Toten leider auch nicht zurück. Deswegen ja. Alles scheiße! Rückwärts fahren. Wenn du keine Kurve fährst, bremst du schnell ab. Okay. Mal gucken. Ich sollte auch zu Merit Ma'at zurück. Ich muss mit ihr über den Kommandanten sprechen. Ayas Brief. Bayek, wir haben eine Allianz mit Pompeius, aber Apollodorus hat schlechte Neuigkeiten. Wie es wohl Hotefres und Renut geht? Ich besuche sie mal. Ja. Shadias Ruhe übernehme ich mal. Die wir verfolgt haben, waren nicht Camus Mörder. Bastarde, ja. Aber es gibt 2 weitere Namen, die wir auslöschen müssen. Den Skorpion und den Schakal. Mitglieder von... Ptolomäus Garde, ich treffe dich in Herakleon, sobald Foxidas und ich unsere Marine-Mission abgeschlossen haben. Ich liebe dich sehr denn je, Bayek. Wir haben dieses Leben nicht gewählt, aber das Schicksal hat dem Orden der ältesten Tür und Tor geöffnet.
und wir müssen unsere Leben dafür geben, sie wieder zu schließen. Ah ja. Ich habe diese Scheißkerle getötet. Apollodorus muss davon erfahren. Auf nach Herakleion. Yay. Die können alle hier durchlaufen, dann mache ich das jetzt auch. Mal gucken. Wir werden jetzt erstmal der Familie berichten, dass wir das Krokodil, die alte Hexe, getötet haben. Und sie jetzt hoffentlich in der Duat verrottet. So, und hier oben ist noch so ein Aussichtspunkt. Den können wir ja auch mal kurz freischalten, wenn wir schon hier sind. So. Ist ja gleich hier oben. So. Dann haben wir diesen Schnellreisepunkt auch freigeschaltet. Sehr schön. Cool. So, dann springen wir mal runter. Und gehen weiter. Ich gehe mal kurz hier lang, weil das ist ein Fragezeichen. Ich will einfach mal gucken, was da so ist. Wir haben ja die letzten Parts uns keine Fragezeichen mehr angeguckt. Und ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Also immer mehr Orte, die wir jetzt nicht sehen. Und ich möchte nicht zu viel vergessen. Also ich möchte mir so viel anschauen wie möglich mit euch. Und ich selbst möchte es ja natürlich aus. Oh, der kam um die Ecke einfach so random, ohne alles. Hier ist irgendwo ein Schatz. Okay. Wo finde ich den jetzt? Hier ist etwas. Eine geschundene Leiche. Das Fayum ist verflucht. Bis zum Ende des Jahres werden wir Bauern alle unsere Arbeit verlieren. Also habe ich nachgedacht und beschlossen, stattdessen eine Decker zu werden. Das ist so aufregend und allemal besser als die tägliche Routine auf dem Hof. Ich hätte das schon vor Jahren machen sollen. Ich fange mit der Höhle an, in der ich als Kind immer mit meinen Brüdern war. Leider ist die zu dieser Jahreszeit überflutet. Aber das ist egal. Ich werde vorsichtig sein. Das bedeutet, hier ist irgendwo eine Höhle? Anscheinend, da. Da ist er. Cool. Profitaucher. Ich habe zwar keine Ahnung, was das jetzt bedeutet, aber gut. Wir sind ein Profitaucher. Cool. Hat sich ja gelohnt, dieses Fragezeichen. Dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir dahin, wo ich eigentlich hin soll. Da gibt es auch noch ein paar Fragezeichen. Mal gucken. Wir können ja alles so ein bisschen mitnehmen. So, da müssen wir hin. Das sind aber alles rote Flaggen. Ist das jetzt hier was anderes? Ich muss sogar noch ein bisschen weiterlaufen. Neuer Ort entdeckt. Neuer Ort entdeckt. König Kornkammer in Philadelphia. Wer hat das gesagt? Okay, das ist so ein kleiner Ort hier. Hey, was? Ich schlitze dich auf! Na komm noch, komm! Beschützt den Kyrios! Was? Das gehört jetzt mir! Zu den Waffen! So, der ist schon tot. Ich mach euch alle fertig. Bong. Oh, ist das schön.
Wie das einfach nur so Bong gemacht hat. Bei seiner Birne. Das war cool. So, hier ist der Schatz. Dann haben wir den Ort hier abgeschlossen, ne? Yeah. Cool. Wenn man schon hier ist, warum nicht ausnutzen? Kann man hier noch was einsammeln? Oder ist es hier drin? Ach, das ist da drin? Warum will ich es kaputt machen? Ist doch gleich hier um eine Ecke. Ach so, das hier. Das habe ich verpasst. Ach so, ich habe es übersehen. Wenn schon, denn schon. Dann nehmen wir alles mit. Was mir gerade auffällt, wir haben noch diese Aufgabe gemacht mit dem Krokodil. Hier, Krokodilope, wartet, wo ist denn das? Das war es nicht. Wo ist denn das, wo wir die gerade im letzten Part gekillt haben? Ich überlege gerade. Weil wir haben noch nicht alle Schätze uns geholt dort, oder? Ich bin gerade verwirrt. Töte Hauptmann, töte Kommandanten. Ich glaube, ich habe da noch nicht mal alle gekillt. Fuck. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Scheiße. Das ist natürlich nicht so geil. Hier. Das haben wir nicht fertig gemacht. Schatz plündern, 4 Stück. Ich muss noch einen Kommandanten und einen Hauptmann killen. Ja, ich war ja direkt aus diesem Gebiet raus, als wir die Aufgabe erledigt haben. Das ist ja doof. Scheiße. Ich überlege jetzt, ob ich das dann einfach privat mache, weil, ja, es ist eigentlich nur sammeln und diesen Ort freischalten. Das möchte ich halt gerne alles machen. Und ich möchte auch gerne die Schätze haben, weil es sind 4 Stück und die möchte ich da nicht so gerne liegen lassen. So. Hottefress, was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Yeah. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. What the fuck, du alte Drecksau. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Ist es sein Ernst? Deine Frau trauert und er holt sich gleich eine neue oder so? Alter, was bist du denn für ein Arschloch? Trauerst du nicht um dein Kind? What the fuck? Alter, du bist aber ein kleiner Pisser. Kann ich ihn auch ins Jenseits schicken? Hottefress, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Du bist ein Arschloch. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Und hol dir nicht irgendwelche Frauen, Alter. Du bist verheiratet, du Pisskopf. Die Frau leidet gerade und der holt sich... Oh, ich hasse solche Menschen, Männer... Blah. Ach. Kann ich ihn auch ertrinken? Das hätte er verdient. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodorus es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shadya tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shadya noch leben. Boah, jetzt gibt sie ja noch die Schuld. Das kann sie doch auch nicht wissen, dass das passiert. Also, dafür darfst du sie auch nicht verantwortlich machen. Und das wäre? Was denn? Ja, ich warte auf dich. Hallo. Wir müssen weiter. Ich warte doch auf dich. Willst du mich jetzt veräppeln? Oh. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shadya liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit.
Das Einzige ist, dass mir die Mutter jetzt leid tut und halt das arme Kind. Da ist sie. Sie leidet und du... Ach, du bist so ein Wichser, ey. Renut, schön dich zu sehen. Renut? Boah, so als Mutter ein das Kind zu verlieren. Das ist aus ihr geworden. Mann, sie leidet. Natürlich. Sie kann doch nicht einfach jetzt so darüber hinwegsehen. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Okay. Ich habe, was ich brauche. Reiherfeder. Ach so, zum Glück sammle ich diese Vögel auch. Da müssen wir jetzt nicht extra los. Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Renut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide. Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Du kleiner Pisser, komm doch. Kann ich ihn killen? Das ist meine Antwort auf alles in diesem Spiel. Mein Gatte. Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch einst ein Kämpfer. Es ist wieder Zeit zu kämpfen. Warum haben wir diese ägyptische Kuh nicht getötet? Weißt du warum? Weil ich euch jetzt töte, ihr kleinen Fickfrösche. Komm her! Was? Ein Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hotefress mehr. Ach, warte. Niemand wird ihn vermissen. Nö. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht vorbei. Ist es auch nicht. Und wir werden dafür sorgen, dass es das doch bald ist. Also es klingt jetzt komisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist es noch nicht vorbei, aber bald. Kannst du mal aufhören mit deinen Pups-Attacken hier? Wo ist er? Was war denn? Ich weiß gar nicht. Seine Schuld, warum legt er sich auch mit alle an? So, zurück. Zurück, zurück. Wir berichten mal, dass wir den gekillt haben. Sprich mit Hotefriss oder Hotefriss oder keine Ahnung, wie er heißt. Du lebst? Ja, natürlich, sie hallo. Sie wollten Renut ermorden. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle. Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakia geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Renut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern. Aber wir brauchen Hilfe. Schon wieder. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Ach, müssen wir das? Das ist mir aber neu. Ach so. Erstmal das. Er hilft ein bisschen. Sie nehmen jetzt Abschied. Oh Mann.
Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit. Oh Mann. Ach Mann, das tut mir gerade so leid. Oh, das tut mir gerade so leid. So die Mutter zu sehen, wie sie... Oh. Wie sie diese Worte sagt, mit dem Abschied nehmen und auf Wiedersehen sagen. Aber das wird sie niemals in ihrem Leben vergessen. Sie kann ihr Kind nicht vergessen, sie wird es niemals vergessen. Sie wird jetzt mit ihr damit ewig leben müssen. Mit diesem Schmerz und Verlust. Ach Mensch, ich muss denen helfen. Ey. Ich kann das einfach nicht zusehen. Das ist furchtbar. Es ist wahr. Die Soldaten waren nur der Anfang. Dieser Kommandant ist ein Problem. Ja, wir müssen die beseitigen. Wir brauchen mehr Informationen. Wie weit geht diese Korruption? Sie könnte bis in Ptolemäus' innersten Kreis reichen. Wir können keinem Philakis trauen. Das schaffen wir nicht allein. Wir brauchen das Fayum. Die meisten Bauern schweigen aus Angst vor den Soldaten. Doch sie sind aufgebracht. Es wird nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich spreche mit dem Bauern, den der Hauptmann bedroht hat. Wir verbreiten das. Yeah, wir verbreiten Chaos. Wir müssen den Menschen echt helfen, ja? Aber gut. Wir sind ein Magi, also ist das unsere Pflicht zu helfen und wir werden auch helfen. Aber ich würde sagen, hier mache ich erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und bis dann.